Ich glaube, dass der deutsche Fußball, auch wir als Bundesligist in der Lage sein müssen, diese finanziellen Herausforderungen, die vor uns liegen, zu meistern. Ich glaube, es gibt keine Sportart und keine Organisation, die mehr Mittel zur Verfügung hat, als mit dieser Krise umzugehen. Also der finanzielle Verlust ist die eine Seite für die Clubs. Ich glaube, der emotionale Verlust für uns ist um ein Vielfaches höher. Also Fußball zu spielen ohne Menschen, ohne Zuschauer im Stadion, ist, glaube ich, mit keinem Geld der Welt aufzuwiegen. Und darum geht es mir auch gar nicht. Es gibt mir nicht, sagen wir mal, diese Betrachtung als Unternehmer, weil wir sind ja auch alles Fußballunternehmer, geht mir gar nicht aus der Sicht des Unternehmens, sondern wir haben am Spieltag rund 1000 Mitarbeiter hier beschäftigt. Viele Mitarbeiter davon haben sich darauf eingerichtet, diese Einnahmen. Wir haben viele Pauschalkräfte, die im Monat 54 Euro dazu verdienen. Das nehmen wir ihnen jetzt. Da fehlt wirklich Geld in der Kasse der Menschen. Und ich habe gestern Frau Scholz getroffen von der Bäckerei Scholz, die uns seit Jahren mit Brötchen beliefert. Für die fällt ein riesengroßer Kunde weg. Das ist also, ich glaube, das ist gar nicht der Aspekt des Fußballs. Natürlich alles, was in den letzten Tagen diskutiert wurde. Der Fußball kann man mal darauf verzichten, auf 3-4 Spiele, dann gehst du eben mal nicht zum Fußball. Das ist gar nicht der Punkt für uns, sondern der Punkt ist, dass Fußball ein riesengroßer Wirtschaftszweig ist, ein riesengroßer Ernährer ist von Menschen. Und wir sind dort verpflichtet, unseren Mitarbeitern, wir sind verpflichtet, unseren Mitarbeitern am Spieltag. Und um die mache ich mir Sorgen. Ja? Und deshalb sage ich eben, wir brauchen Rechtssicherheit, um auch dort entsprechende Lösungen anbieten zu können. Und da hat eben eine Empfehlung nicht gereicht, sondern wir brauchten die Rechtssicherheit, um diesen Menschen auch ein Angebot machen zu können. Weil, nochmal, es geht, wir werden das als Unioner aushalten, auch als Club aushalten. Ja? So bitter wie es ist, wenn wir Fußball ohne Menschen spielen müssen, aber wir können da leicht reden. Also es gibt viele, viele Menschen, die vom Fußball ernährt werden, tatsächlich Sonntag das Geld verdienen und Montag davon einkaufen gehen. Und wenn wir jetzt tatsächlich diesen Menschen diese Beschäftigung nicht mehr geben können, dann ist das eine dramatische Lage. Nicht für den Fußballfan, der hier sein Wochenende verbringt und sein Bier trinkt, sondern tatsächlich für die vielen, vielen, vielen Mitarbeiter. Und da haben wir haben über 200 Festangestellte. Wir haben am Spieltag, wie gesagt, 1000 Mitarbeiter hier beschäftigt. Und um die gilt es, sich zu sorgen und nicht um die Stabilität eines Profifußballvereins. Das ist ja auch wichtig. Das ist ja für mich immer so ein eine Herausforderung im Grunde genommen, versuchen zu vermitteln, dass uns die Epidemieeindämmung genauso wichtig ist wie der Erhalt unserer Strukturen und der Erhalt von Arbeitsplätzen. Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns. Und deshalb müssen wir sowohl das eine tun, ja, Vorsorge dafür treffen und die richtigen Entscheidungen treffen, dass die Ansteckungsraten sich verringern. Auf der anderen Seite müssen wir genauso versuchen, Rechtspositionen aufrechtzuerhalten, weil wir dazu verpflichtet sind. Ja, ich glaube, dass wir sozusagen gar keine Fehler machen dürfen. Ich glaube, wir müssen eine außerordentliche Leistung auf den Platz kriegen. Ich glaube, am so einen Abend müssen wir wirklich unser Gesicht zeigen. Wir müssen sie nerven, wir müssen mehr als eklig sein. Ja, und den Mut habe ich schon angesprochen. Ich glaube, alles steht und fällt wirklich, es geht über den Mut.